Für Köln und Kiel kommt sicherlich beide diese Relegation nicht ganz aus dem Nichts, aber man stand zumindest vor dem 34. Spieltag noch einen Platz davon entfernt. Kiel verpasste es direkt aufzusteigen, der 1. FC Köln rettete sich mit einem späten 1:0 gegen Schalke in diese Extraspiele. Schauen wir auf die Aufstellung vom 1. FC Köln. Horn im Tor, davor die Viererkette, Jakobs zurück nach Sperre, Tschichos, Bono und Schmitz. Doppel-6, Dodge, Skiri zurück nach Sperre, Özkan mit dabei. Kainz über links, Wolf über rechts. Auf der 10 Jonas Hector und in der Spitze Ondrej Duda. Andersson erstmal auf der Bank. Bei Holstein Kiel Däne im Tor, Vandenberg, Lorenz, Wahl und dem in der Viererkette. Im Mittelfeld Injowski, Lee und Porat da fallen. Meffert und Mühling gelb gesperrt aus. Und in der Dreierreihe Bartels, Serra in der Spitze und Rehse über die rechte Seite. Die in Rot gekleideten Gäste aus Kiel, die starteten hier richtig stark im Rhein-Energie-Stadion. Der 1. FC Köln musste sich erst einmal akklimatisieren an diesem Mittwochabend. Jason Lee hat den Ball am Fuß und damit ist er richtig gut und legt ihn auf für Jani Serra. Was für ein Einstand in diese Relegation. 7. Spielminute, das ist schwach verteidigt, kennt man so eigentlich nicht von der Mannschaft von Friedhelm Funkel. Aber hier waren sie einfach nicht wach genug in der Frühphase dieser Partie. Und das zog sich erstmal durch. Das war ein Schock, dieser frühe Gegentreffer. Holstein Kiel war heiß. Serra, Porat, 0:2. Was war denn hier bitte los? Keine Viertelstunde gespielt. Serra, der wechseln wird zu Arminia Bielefeld, so oder so nächstes Jahr in der Bundesliga spielen wird. Er setzt alles dran. Mit einem Tor und einer Vorlage, dass er auf Holstein Kiel treffen wird. Der 1. FC Köln musste sich schütteln, fing sich dann so um die 20. Minute herum. Wolf, Schmidt zurückgelegt, Özkan und Däne muss das erstmal eingreifen. Porat dann mit der Klärungsaktion. Jetzt wurde es besser von den Geißböcken, schlechter ging es allerdings auch nicht mehr. Und man hat jetzt schon 2 Auswärtsgegentore kassiert. Das ist nicht das, was man sich wünscht für einen Auftakt in die Relegationsspiele, wo dann die Auswärtstore eben im Endeffekt auch doppelt viel wert sind. 23. Minute, dann es wurde noch besser und zielstrebiger beim 1. FC Köln nach dieser ersten Möglichkeit. Jetzt die nächste Szene, wieder Däne, der sich ja jetzt, nachdem Gelios raus war, wirklich wieder festgespielt hat im Tor der Störche. Jakobs mit der Balleroberung. Ondrej Duda. Jakobs wieder. Borno mit der Hacke zu Ondrej Duda. Und Köln war zurück in der 25. Spielminute. Ein turbulentes Relegationsspiel mit offenem Visier. Das hatte für beide Mannschaften so sein Für und Wider. Borno mit der Hacke. Borno, der das Tor erzielt hatte, das dann zählte gegen den FC Schalke 04 und überhaupt erst diese Relegation für die Geißböcke ermöglichte. Aber Holstein Kiel wachte vor der Pause dann auch nochmal auf mit Jason Lee. Auch da fehlte wieder nicht viel. Das dritte Auswärtstor, es lag in der Luft und der 1. FC Köln fing sich zumindest nach vorne wieder, aber defensiv, da war es doch heute erstaunlich schwach, zittrige Beine da in der Viererkette. Beginn, zweiter Durchgang, die Mission war klar. Köln brauchte mindestens mal ein Tor, um gute Chancen zu haben in Kiel dann am Samstag. Die Klasse zu halten, aber Holstein Kiel hingegen, sie machten einfach munter weiter mit offenem Visier eben diese Angriffe. Sie werden nach und nach immer wieder zu brutal gefährlichen Möglichkeiten. Jani Serra aber nur an den Querbalken. Nun der 1. FC Köln mit bisschen Platz. Skiri zu Florian Kainz. Das hätte in der 54. Minute der Ausgleich sein können. Super mit rechts angenommen, mit links abgeschlossen.
Und in der Folge, da beruhigte sich das Spiel. Kiel wollte das 2:1 über die Zeit bringen. Es kam aber nochmal der 1. FC Köln. Dieses 2:2, das wollten sie. Keins. Zu Höger. Und wieder Däne. Marco Höger, ja, der so gut wie raus war. Jetzt zuletzt mal wieder ein paar Minuten bekommen hat unter Friedhelm Funkel. Hier macht er fast das 2:2. Der hätte wohl gepasst. Aber Däne mit der Parade. Und am Ende musste Köln aufpassen, nicht noch das 3. zu kassieren, weil Kiel noch einmal kam in der Nachspielzeit mit Injovski, Bartels, Serra. Was für ein One-Touch-Fußball. Joshua Mees verpasst es aber, das 3:1 und eine noch deutlich bessere Ausgangslage für Kiel zu erzielen. Es blieb am Ende beim 2:1 für die Gäste ein verdientes Resultat, dass Kiel gute Möglichkeiten für das Rückspiel eröffnet, aber tot ist der 1. FC Köln natürlich noch lange nicht.